Hallo, guten Morgen, meine Lieben. Erstmal reingehustet, da wisst ihr schon mal, das ist die Bonchen. So, heute haben wir Neumond, ne? So, Neumond steht immer so für das neue Neumond in der Jungfrau und Vollmond im Widder, ne? Ja. So, und das Neumond steht eigentlich immer so für das ganze Neue, ne? Jo, wir gucken heute einfach mal, ne? Ja, da habe ich von Doreen Virtue die Engel-Orakel, da ziehe ich mal zwei. Habe die Sanssouci 2 und die God Advice von der Nadine Breitenstein. Und habe die Fairy Ledamo von M. Katz, D. Goodwin und David Gorsi. Jetzt ziehe ich erstmal hier zwei, ne? Jetzt sind schon raus. Ja. Gucken wir mal, was kommt denn auf uns zu, ne? Oder was ist jetzt heute wichtig? Außerdem ist der rückläufige Merkur nur noch bis heute, ne? Rückläufiger Merkur ist dafür bekannt, dann soll man keine Verträge unterschreiben. Man soll am besten gar nichts unterschreiben, ne? Soll man warten bis zum 16., ne? Hier will was rausfallen, ne? So, also vielleicht machst du dir Sorgen. Sorgen um deine Familie, um deine Kinder, um deine Situation, um Geld. Ja, man macht schon um viele Sachen Sorgen, ne? Um deine Gesundheit, ne? So, es gibt keinen Grund zur Sorge. Du bist beschützt und deine Situation ist unter perfekter Kontrolle der göttlichen Vorsehung und universellen Ordnung. Erfülle die Situation ausschließlich mit liebevollen Gedanken, in der wo du steckst. Wenn du in einer negativen Situation steckst, ist das sehr schwer, ne? Auch für Empathen, ne? Ja, negative Gefühle, um sicherzustellen, dass du das höchstmögliche Resultat mühelos zu dir kommt, ne? So, jetzt holen wir mal noch eine von den Engeln. Ja, scheinbar machst du dir grundlos Sorgen, ne? Im Namen Gottes, was ist denn heute wichtig? Der Ozean. Aha. Das tiefe blaue Meer spricht zu deiner Seele. Kann sein, dass du mal in früheren Leben vielleicht am Meer gelebt hast oder eventuell am Meer lebst, ne? Das heilt und besänftigt dich, ne? Selbst dein freudiger Gedanke, an diese heiligen Fluten einzutauchen, ne? Wird zu wünschenswerten Resultaten führen. Ich liebe das Meer, ne? Ja. Ja. Noch besser ist es, wenn du dich physisch jetzt in der Nähe des Ozeans aufhältst, ne? Ja, erlaube seiner Macht und Schönheit alle Sorgen und Ängste, die wo du hast, da wegzuwaschen, ne? Ja. Jo. Ja, das Meer, das liebe ich, ne? Ich war schon ewig nicht mehr am Meer. Das letzte Mal mit 25 Jahren am Mittelmeer, da war ich so begeistert, da wollte ich gar nicht mehr heim, ne? Ja, das Wasser hat irgendwas Beruhigendes an sich, ne? Ja. Und scheinbar machst du dir Sorgen ohne Grund, ne? Es gibt Tage, die sind grau und trüb. Und du fragst, wo die Sonne blieb. Wärst mit ihr gerne wieder froh. Doch das ist nun mal so. So, im Namen Gottes, was ist denn heute noch wichtig? Beziehungen, du bist an etwas oder jemanden gebunden. Das können auch Verträge sein, Arbeitsverträge, ne? Oder halt eben Partnerschaften, ne? Hier dreht sich's um irgendwelche Verträge, Partnerschaften, Beziehungen, Arbeitsverträge. 2 und 5 ist 7, da könnte Wunder passieren. Ne? Dass sich da irgendetwas wundervoll verändert. Ne? So, es dreht sich auch alles um Entscheidungen, ne? Welchen Weg du jetzt gehst. Ne? Egal, als ob das jetzt beruflich oder partnerschaftlich ist. Ne? Du wirst vor eine Entscheidung gestellt. Ne? 2 und 2 ist 4, das steht für die geistige Welt, die hilft damit, und möchte haben, dass du dich entscheidest.
Ne? Es kann auch sein, dass eine neue Beziehung auf dich zukommt, für die, wo du dich entscheiden sollst. Ne? So, hier kommt was auf dich zu, eine Nachricht oder eventuell ein Seelenpartner, ne? Wenn du den noch nicht gefunden hast, ne? Ja, wo, ja, wo es vorwärts damit geht, vielleicht wünschst du dir das, hast du Gott gebetet oder hast affirmiert, ich bin froh, dass mein Seelenpartner jetzt in mein Leben kommt, das kann jetzt passieren, ne? Also ich rede immer aus der Sicht einer Frau, Männer bitte rumdrehen, ne? Also es kann sowohl Frau wie Mann sein, ne? Du wünschst dir in jeder Hinsicht eine neue Gelegenheit, ein sicheres Fundament auf das, was du lange bauen kannst. Am besten etwas, ne, jo, wofür sehr lange Zeit hält, vielleicht bis an dein Lebensende. Ne. Hier dreht sich auch, der, dass du dir einen Platz zu Hause findest, eventuell mit einem Seelenpartner zusammen oder durch einen Seelenpartner, ne, und auch geschützt von der geistigen Welt. Ja, also du wirst das alles bekommen, du gehst in die Freude. Und das Ganze überraschend, ne, überraschend. Das wird dir dann alles wie ein Geschenk erscheinen, ne, ja. Hier kommt was Freundliches auf dich zu, eine Einladung, ein Besuch. Hier kommt jemand auf dich zugeritten, wo dir eventuell ein festes Fundament bietet, auch finanziell, ne. Ja, brauchen wir ja auch. Kartoffelschalen holen die ja nicht im Geschäft. Ne? So, gucken wir mal weiter. Also du sollst in die Freude. Die 9 steht dafür, dass eine alte Lebensphase aufhört und eine neue anfängt. Und die neue, die wird freundlich sein. Ne? Ja, also das wird etwas Schönes sein. Ne? Im Namen Gottes. Ja, hier kommt ein neuer Partner auf dich zu, überraschend. Ne? Ja, genau. Partner oder Partnerin. Ne? Ja. Das Ganze kommt auch mit Sicherheit. Ne? Du fühlst dich vielleicht im Moment eingesperrt. Ne? Da findest du den Schlüssel zu deinem Schloss. Ne? Ja. Du öffnest dich quasi für etwas Neues, Schönes, etwas, was dich in die Freude führt. Ne? Oder für einen neuen Partner. Ne? So. Hören wir mal mit dieser Karte auf. Holen wir mal die nächsten. Also bis jetzt hört sich mal ganz gut an. Ne? Vielleicht machst du dir auch Sorgen, dass das niemals passieren wird, dass du ewig da im Knast hockst. Ne? Vielleicht bist du von toxischen Leuten umgeben. Ne? Weißt nicht, wie du da wieder rauskommen sollst. Ne? Aber da passiert was. Hier geht's vorwärts. Und da kriegst du auch selbst die Zügel in die Hand. Weil du musst ja entscheiden, ne? Im Namen Gottes. Ja? Parallelwelt. Ja, es ist ja eigentlich schon erwiesen, dass es multiple Universen gibt. Das bedeutet natürlich, es gibt auch Parallelwelten, ne? Wo gleichzeitig du nochmal existierst, ne? Also du wirst grenzenlose Möglichkeiten haben, ne? Einen festen Glauben an dich selbst auch haben, ne? Lieber will ich mich zu Tode glauben, als nur noch einmal an mir selbst zu zweifeln. Vielleicht baust du dir ein zweites Standbein auf, ne? Erschaffst dir eine neue Welt, hast viele Optionen und eine Seelenverbindung kommt auf dich zu, ne? Ja, vielleicht ziehst du auch um, ne? In eine Großstadt. Also ich würde mich jetzt eher fürs Land entscheiden, ne? Ich mag Bäume und Blumen, ne? Also dein Leben gerät ein bisschen in Aufruhr. Es kommen neue spannende Erlebnisse und neue Begegnungen. Ja, vielleicht hast du dich die ganze Zeit gelangweilt oder dich einsam gefühlt, ne? Ja, das ist dann vorbei, ne? Hier beginnt ein neues Leben, ne? Ne? Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, 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 na. Was einmal war, ist vorbei und vergessen und zählt nicht mehr. Singet ist gut für die Luft. Oh, der Engel der Verkündung. Hier wird eine wichtige Ankündigung gemacht, ne? Du erfährst irgendwas. Irgendwas wird rausposaunt. Eventuell in der Öffentlichkeit, ne? Weil hier steht auch das, was veröffentlicht wird, ne? Oder eine endgültige Entscheidung in deiner Situation wird gefällt, ne? So, pass ein bisschen auf. Rotkäppchen und der Wolf, ne? Hier ist jemand in deiner Nähe, der wohnt dich eventuell. Ja, da darfst du nicht zu naiv sein, zu irgendwas verquatschen möchte.
Pass auf vor Fremden, ne? Lass dich zu nichts überreden, was du nicht willst, ne? Und ignoriere keine Warnung. Also wenn dein Bauchgefühl dir sagt, oh, das könnte eventuell nicht gut sein, dann lass die Finger davon. Hier will dich jemand um den Finger wickeln, ne? Und du hast Angst, unhöflich zu sein und sagst dann vielleicht ja zu etwas, was nicht gut für dich ist, ne? So, hier habe ich das Schlüsselloch. Jo, du bist schon so neugierig, ne? Was passiert da so? Ne? Wie könnte mein neues Leben aussehen? Du guckst da schon in irgendetwas Neues rein, ne? Du bist auch auf der richtigen Spur, hast auch die richtige Intuition. Ne? Das Bauchgefühl ist das, was wir aus der geistigen Welt mitgebracht haben, ne? Und aus dem Grund wirst du, weil du so neugierig bist, ne? Was gänzlich Neues für dich entdecken, ne? Findest vielleicht die Lösung für deine Probleme. Und da werden deine Erwartungen übertroffen, ne? Ja, wenn du dieser Neugier nachgehst, ne? Aber ein bisschen aufpassen vor fremden Leuten, nicht jeder meint es gut mit dir, ne? Hier bringt eine Überraschung, eine unerwartete positive Wende mit sich, ne? Ja? Jo, das wollen wir haben. So, das Ganze passiert, weil du ein sehr reines Herz hast, ne? Unschuldig bist, ne? Demütig bist, ne? Du hinterfragst auch die Absicht und Zweck von Handlungen, ne? Ja, hier kriegst du eine Einweihung, ne? Weil du ein liebevoller Mensch bist. Wie geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Im Namen Gottes. Heute an Neumond. Furchtbar dieser Husten. Äpfel und Birnen. Ja. Hier ist jemand anders wie du, anderer Meinung wie du, ne? Dinge werden miteinander verglichen, die völlig unterschiedlich sind, ne? Etwas Unvereinbares wird miteinander verglichen, ne? Da werden wichtige Kriterien außer Acht gelassen, ne? Ja? Da werden voreilige Schlüsse gezogen. Hier begreift jemand den Sinn von etwas nicht, ne? Also du hast Leute um dich. Ja, du bist der Apfel, die sind die Birne, mit denen kommst du nie auf einen Nenner, ne? Ja. Ja, vielleicht machst du dir Vorwürfe, weil du jemanden eventuell in deinem Umfeld hast, der wo überhaupt nicht ist wie du. Du sehnst dich nach Leuten, die wo so denken wie du, so sind wie du, so weit schon gewachsen sind und erwacht sind wie du, ne? Da hast du den Eindruck, da hast du einen Fehler gemacht, dass du dich überhaupt mit solchen Leuten eingelassen hast, ne? Da will dir die Karte sagen, es gibt keine Fehler, das sind nur Erfahrungen. Hier steht eine Lebensveränderung für dich an, wo du den gleichen Fehler aber kein zweites Mal mehr machst, ne? Ja, bist ja nicht doof, ne? Ja, hier wirst du eine neue Welt entdecken und etwas mit anderen Augen sehen und du bist von Krafttieren beschützt, ne? Kann sein, dass du eine Zufallsentdeckung machst, ne? Vielleicht schmiedest du auch einen geheimen Plan. Ne? Wechselst die Seiten und die Fronten, ne? Zu jemand anderem hin. Ja, vielleicht hältst du dich aber auch ein bisschen bedeckt. Ne? Aber hier entpuppt sich eventuell ein waghalsiges Abenteuer, wo du eingehst, am Ende als das große Los. Im Namen Gottes. Pupp, hier ist einer umgefallen. Der sture Esel. Ja, da hast du es da mit der Birne zu tun. Du bist der Apfel, ne? Ja, hier hast du es mit jemandem zu tun, der wo stur ist, faul ist, träge ist, sich gehen lässt. Ja, mit diesen Leuten steht ein Streit bevor und der arme Esel muss hinhalten. Ich mag diese Tiere eigentlich, ne? Du selber sollst ein bisschen dein Tempo rausnehmen. Esel werden ja oft als Lastenträger benutzt, ne? Ja, bist hier unter der Laster zusammenklappen, diese arme Tiere, ne? Also kann das auch bedeuten, dass hier jemand Lasten aufladen möchte, weil er selbst zu faul ist, für das zu tun, ne? Ja, das sagst du nein, ne? Ja. Du wirst dir jetzt eine große Traum erfüllen. Ein Ziel ist jetzt zum Greifen da. Hier kriegst du eine Chance, die wo du ergreifen sollst, ne? Eventuell mit einem neuen Partner, Menschen aus der Seelenfamilie, ein neuer Job, ne? Egal was, für jeden ist das ja was anderes, ne? Ja? Hier wird dir jemand die Sterne vom Himmel holen. So. Holen wir mal die nächste Karte. Ich
hoffe immer, dass so viele schöne Karten wieder möglich fallen. Ne? Wir wollen ja was Schönes hören. Ne? Die negativen Sachen, die wissen wir ja schon. Im Namen Gottes. Der sture Esel. Ne? Ich trinke auf dein Wohl, Cherry. Auf das, was mal war. Die Zeit war so beschissen wie nie. Und das jedes Jahr. Ja, mit so sturen Leuten, das ist schrecklich, ne? Weil die wollen ja gar nichts einsehen, ne? Die reflektieren sich meistens auch nicht selbst. Da kannst du genauso gut mit der Wand reden, ne? Die wird sich wahrscheinlich noch eher bewegen wie diese sturen Leute, ne? Ja. Oh, du hast die Wunscherfüllungskarte. Ja, vielleicht sehnst du dich nach einem Herzensmensch, ne? Ja. Vielleicht jemanden, den du schon kennst. Und der hat sich komplett verändert. Das kann sein, dass er dich schlecht behandelt hat. Also ich rede immer aus der Sicht einer Frau. Das kann auch eine Frau sein, ne? Egoistisch, hochmütig und eiskalt zu dir war, ne? So, das kann sein, dass ihr euch deswegen da getrennt habt. Und während dieser Auszeit hat diese Person ihr Leben nun neu sortiert, die Gedanken geordnet und Probleme gelöst, ne? Er oder sie ergreift jetzt die Initiative und wird Kontakt mit dir aufnehmen, ne? Um dir eine Liebeserklärung zu machen. Oh, das ist aber schön. Nimm sie an, denn das, was hier passiert, ist ein Geschenk des Universums. Ha, toll, als her mit den Geschenken. Und ändere auch mal deine Meinung über dich. Hier hat dir irgendjemand eingeredet, du bist nichts, du kannst nichts, du warst nichts, ne? Ja? Du bist viel schöner und wertvoller, als du glaubst. Dir fehlt einfach nur an Selbstvertrauen, ne? Du siehst dich mit ganz falschen Augen. Stell dich mal vor den Spiegel und sag dir, ich bin ein ganz toller, wunderschöner Mensch. Egal, was andere sagen, ne? Die Steigerung deines Selbstwerts wird im Außen auch dazu führen, dass du auch die finanzielle Fülle, die du dir auch brauchst, in dein Leben ziehst, ne? Und all der Zank, Streit, Kummer mit diesen sturen Leuten ist nun vorbei. Und die Süße des Lebens hält Einzug in deine Situation, ne? Es kommt zu einer Versöhnung in der Liebe, eventuell mit jemandem aus der Vergangenheit, ne? Sei gütig mit deinem Gegenüber, denn er meint das wirklich ernst, ne? Es kann auch eine Frau sein, ne? Singles werden in der Liebe jetzt einen Glücksgriff machen und diese neue Person, die könnte aus dem näheren Umfeld kommen, ne? So. Moment. Fällt alles durcheinander. Im Namen Gottes, was ist denn noch wichtig, liebe geistige Welt heute? Ne? Oh, das Universum schickt dir jetzt deinen Traummann oder Traumfrau. Ne? Du erhältst endlich die Wertschätzung und Anerkennung, die du wirklich verdient hast. Du bist ein ganz toller Mensch. Und du stellst dich mal vor den Spiegel und das sagst du dir jetzt auch mal. Ne? Schreib dir mal alles auf. Ne? Das habe ich letztens auch in einem Video gehört. Alles Tolle, was du schon erreicht hast und was du gemacht hast, ne? Ja? Und dann siehst du auch, dass du das verdient hast. Vergebene Wunschpartner haben jetzt endlich den Mut, auch sich zu trennen, ne? So, und die Schöpferhand, Gott, wird nun alle Ketten sprengen und den Weg freimachen für einen Neubeginn. Oh, super. Jo, und hier die Karte passt auch. Ah, wunderbar, ne? Die große Liebe ist im Anmarsch, ne? Kommt innerhalb, ja, hier steht 6 Monate, aber das kann auch viel, viel früher sein, ne? Ja, weil Neumond steht für Neuanfänge, ne? Da kommt es zu einer schicksalshaften Begegnung, vielleicht auch mit einer neuen Person, die völlig anders ist als alle, die wo du zuvor kennengelernt hast. Und ihr seid füreinander bestimmt, das spürst du dann auch, ne? Zu dieser Person kannst du Vertrauen haben, da bist du im Frieden, ne? Ja? Heute fängt dein neues Leben an. Deine Liebe, die ist schuld daran. Alles ist so wunderbar, dass man es kaum verstehen kann. Und auf den Engeln liegt die Hochzeit, ne? Also jetzt kommt eine Hochzeit auf dich zu, ne? Ja, das kann bis zur Hochzeit gehen, ne? Mit diesem richtigen Seelenpartner, ne? Also jemand, mit dem, wo du einfach nur glücklich wirst, ne? Ja? Wo ihr Liebe und gegenseitigem Respekt und Hingabe euch vereint, ne? Ja, diese Liebe, die wird sich auch mit der Zeit dann vertiefen, ne? So. Jetzt hole ich mal die Würfel.
im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig für Seelenkollektiv heute an Neumond? Ja, für Schwierigkeiten, Komplikationen, Umwege, toxisches Umfeld, ne, läuft die Zeit ab. Ne? Genau. Hier hast du toxisches, giftiges Umfeld, irgendwelche Rivalen, jemand, der wo es nicht gut mit dir meint. Dieses Alte wird losgelassen, du streifst die alte Haut ab, ne, und schlängelst dich auf Umwegen, ne, schlängelst du dich in etwas Neues, ne. Du kriegst ja da Möglichkeiten, ne. Ja, genau. Schwierigkeiten, Komplikationen, da läuft die Zeit ab. Das wird ja auch meistens durch diese toxischen Leute verursacht, ne. Eventuell wird das eine neue Arbeit sein. Es kann aber auch die neue Liebe sein. Ne? Oder vielleicht beides, was sich verankert und sicher und festgemacht wird. Ne? Sollten diese toxischen Leute an dir festklammern, dann läuft die Zeit ab. Ne? Du gehst in dein Glück, in eine positive Phase. Mir ist die Nase zu. Nase zu, Bronchien zu. Ne? Wie rede ich jetzt noch? Im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig? Ja, es geht darum, um deinen Aufstieg. Du sollst hoch hinaus. Ne? Ja, vielleicht ziehst du auch in ein Hochhaus. Das kann natürlich sein. Ne? Ja, hier habe ich das Auge und habe die Lupe. Ne? Das bedeutet, hier beobachtet dich jemand. Ob das jetzt eine positive oder negative Person ist, ne? Das sagt die Karte nicht aus. Ne? Beobachte du auch alles genau, ne? Vielleicht beobachtet dich aber auch jemand, der wo dich lieb hat, ne? Der wo sich in dich vielleicht verguckt hat, verliebt hat, ne? Der beobachtet genau, was du tust, ne? Auf jeden Fall gehst du in deine Freude, in die Überraschung, ne? Ja? Hier kommt ein Geschenk auf dich zu, eine Einladung, ein Besuch. Ne? Das kann auch jemand Liebes sein, der wo Spaß an dir hat, ne? Der wo dich da beobachtet. Ne? Aber auch deine Feinde. Und beobachte du deine Feinde auch genau, ne? Wie ein Profiler beim FBI. Ne? Da kannst du jeden Schritt schon im Vornherein vorhersagen. Im Namen Gottes. Ja. Hier hast du jemanden um dich, der wo wie ein Wirbelsturm durch dein Leben gefegt ist, ne? Ja, Wirbelstürme, die zerstören ja alles, ne? Also es kann sein, dass du irgendeine toxische Person um dich hast, ein toxisches Umfeld, die wo dir alles zerstört haben, ne? Die wo immer wie ein Wirbelsturm durch dein Leben da gerannt sind. Da kriegst du jetzt Hilfe und Unterstützung von jemandem, ne? Hier habe ich ein freundliches Monster, ne? Hier sind drei Augen drauf, ja? Vielleicht könnte das jemand sein, der wo auch medial ist, ne? Ja, weil das dritte Auge, sagt man ja immer, da steht ja für Hellsicht, ne? Ja, auf jeden Fall ist das mal jemand, ja, vielleicht ist das nicht jemand, wo du jetzt sagst, ach, das ist genau das, der Traummann, Traumfrau, ne? Hinter dieser Fassade versteckt sich der Traummann oder die Traumfrau, ne? Also achte auf das Innere, ne? Ja? So, und hier zaubert die geistige Welt auch mit. Du hast Schutzengel, ne? Die wo dir helfen möchten, in dein Glück zu gehen, ne? Und in deine Wunscherfüllung, ne? Das, was für dich vorbestimmt ist von Gott. Du bist nicht auf die Welt gekommen, um dich eventuell dein Leben lang von toxischen Leuten da kaputt machen zu lassen, ne? Du sollst ja auch Glück erfahren. Ich sag auch immer zu Gott, ne? Ja, man will ja auch mal Glück erfahren und das sage ich immer zu ihm, ne? Und lass dir ja nicht einfallen, wenn das Glück endlich auf mich zukommt, mich nach einer Woche tot umfallen zu lassen, ne? Ich möchte das dann auch noch Jahrzehnte genießen, ne? Und so wünsche ich euch das auch. Und so will das Gott und deine Engel und die lieben Verstorbenen haben, ne? Ja, kann bis zur Hochzeit gehen, ne? Eine Familie zu haben, einen Partner, der wo einen liebt und genug Geld, ne? Ja. Ja, das ist ja für die meisten Menschen das größte Glück, ne? Wir sind ja bescheiden. Hm? Der Elefant, das bist du, ne? Sensibel, gutmütig. Elefanten sind Familientiere, ne? Sehr sensibel, gutmütig. Wenn da einer wegstirbt oder so, da bleiben die so lange nebendran stehen und weinen, ne? Ja, also du bist ein sehr gutmütiger Mensch, ne? Der wo auch sehr viele Lasten getragen hat, ne?
wo ihn meistens diese anderen aufgeladen haben. Die wurden zu faul, zu träge oder die, wo einen dafür missbraucht haben, weil sie wollten ihre eigene Verantwortung nicht tragen. Also du hast einen schweren Rucksack auf den Schultern oder fühlt sich zumindest mal so. Ne? Fühlt sich wie in einer dunklen Höhle, kriecht da, ja, gehst nicht mehr vor die Tür, hast dich da zurückgezogen. Ne? Ja, aber du streckst den Kopf die Tür raus. Da werden die neuen Begegnungen dafür sorgen. Ne? Die geistige Welt hilft dir dabei. Hier könnte eine Botschaft auf dich zukommen, die wohl direkt aus der geistigen Welt kommt. Ne? Ja? Musst du mal aufpassen. Ne? Zum Beispiel guckst du deine Lieblingsserie, ne? Und auf einmal kommt ein Satz, ne? Du stellst dir selbst eine Frage, weißt zum Beispiel bei irgendwas nicht weiter. Ne? So, dann schaltest du deine Lieblingsserie an und auf einmal fällt ein Satz und das ist die Lösung. Ne? Ja, die geistige Welt, die beschützt dich, bewacht dich. Ne? Weil du, wahrscheinlich bist du hochsensibel, ein Kristallkind oder ein Indigo-Kind. Ne? Also jemand, was Besonderes, jemand, wo es sehr liebevoll ist. So, jetzt will ich noch einmal die Lenormand-Würfel. Ja. Was ist denn das? Zweimal Partner. Aha. Also hier könnte eine Entscheidung anstehen zwischen zwei zukünftigen Partnern oder ein alter Partner und der neue Partner. So, und du sollst die Entscheidung zwischen diese Leute treffen. Ist der alte Partner jetzt zum Beispiel toxisch, ne? Dann fällt ja die Wahl auf den neuen leicht, ne? Es kann aber auch sein, dass zwei Partner auf dich zukommen und du musst dich entscheiden. Das Ganze kommt mit Sicherheit. Du wirst auch intuitiv richtig entscheiden, wirst dich für das Neue öffnen und das wird in den Erfolg führen. So, jetzt hole ich noch einmal diese Karte. Im Namen Gottes. Ja, hier kommt es zur Reinigung. Ja, hier ist jemand, der streitet mit dir. Du kannst das alles nicht mehr hören. Ne? Man sieht ja, dass die eine Elfe hier, die hält sich die Ohren zu. Immer das eine und selbe. Und täglich grüßt das Murmeltier. Immer Streitereien. Du hast da einfach keinen Bock mehr drauf. Ne? Du hältst dir da die Ohren zu, weil auch nichts Sinnvolles von der anderen Seite kommt. Ne? Da kommt es zur Reinigung. Ne? Die Streitereien werden die Türe rausgekehrt. Ne? Oder diese Personen, die wo mit dir streiten, vielleicht alles besser wissen und stur sind. Ne? Hier greift das Schicksal ein. Du kriegst schicksalshafte Menschen geschickt. Ne? 3 und 6 ist 9. Die alte Lebensphase wird beendet, wo du vielleicht in einer Krise warst, wo du sehr unschöne Lernaufgaben hattest. Ne? Ja, ein sehr unschönes Leben, wo du dich als Opfer gefühlt hast. Da kommen jetzt neue Menschen auf dich zu. Hier greift das Schicksal ein. Die alte Lebensphase endet und die neue fängt mit neuen Menschen aus der Seelenfamilie und mit dem richtigen Partner, der wohl zu dir passt. Ne? Man nennt es halt eben Seelenpartner. Ne? Ja, also jemand, der wo mit dir auf einer Wellenlänge ist, ne? Apfel und Apfel, ja, kommt jetzt auf dich zu. Das Schicksal, dein Schicksal soll sich erfüllen, ne? So, den Fuchs lassen wir weg, die falschen verlogenen Leute. Wissen wir ja, dass es die gibt. Ja, weg von dem Stress. 1 und 2 ist 3, da kriegst du Hilfe und Unterstützung. Kann sein, dass du dich heute ein bisschen unruhig, nervös fühlst. Ja, wegen dem ganzen Stress. Hier verursacht dir jemand Stress, der wo da mit dir da rumstreitet, ne? Den, wo du nicht mehr magst, eventuell eine toxische Person, ne? Ja. So, die Vögel, die fliegen aber. So, deswegen denke ich, mit Hilfe und Unterstützung fliegt der Stress davon, ne? Ja? Oh, toll, ne? Du gehst in dein Glück, in deine Wunscherfüllung, geführt von der geistigen Welt. 3 und 1 ist 4. Ne? Du bist von Engeln und von deinen Ahnen umgeben. Du gehst in deiner Wunscherfüllung, in dein Glück. Ne? Es wird endlich wieder hell am Horizont. Diese Elfe, die sitzt in einer Höhle. Wo habe ich die Höhle? Hier. Ne? Und guckt raus auf das, was sie erwartet. Also das geht für dich gut aus. Ne? Eventuell mit jemandem aus der Vergangenheit. Ne? Es kann jemand Neues und jemand aus der Vergangenheit sein. Ne? Jemand, der wo stark ist. Ne?
ja, auch so ein bisschen Macht hat, ne? Und finanziell 1 und 5 ist 6, finanziell eventuell gut gestellt, ne? Da greifst du auch Projekte aus der Vergangenheit wieder auf. Ja, also hier kommt jemand aus der Vergangenheit zurück, ne? Der Bär steht auch dafür, dass sich hier jemand mit dir Machtkämpfe abhält, der wo mit dir streitet. Da zeigst du deine Krallen. Das lässt du dir nicht mehr gefallen. Hier kommt es zu einer Veränderung, die in die Fülle führt. 1 und 7 ist 8. Eine positive Veränderung. Hier sind kleine Elfen drauf, eventuell mit deiner ganzen Familie. Ne? So, das führt in die Fülle. Finanziell, seelisch, emotional und körperlich. Ne? Ja, mit einem Seelenpartner. Hier fließt etwas. Ne? So, achte ein bisschen auf deine Seele heute, weil du bist sehr sensibel. Ne? Ja. Es kann aber auch sein, dass du jemanden um dich hast, der wo sich mit dir Machtkämpfe abhält. Jo, der wo. Die Fische stehen auch für Alkohol, ne? Der wo zu viel Alkohol trinkt. Ne? Ja. Sie stehen aber auch für den Seelenpartner. Ne? Die Veränderung wird durch einen Seelenpartner, mit einem Seelenpartner sein. Ne? 3 und 4 ist 7. Das bedeutet, hier passieren Wunder, wo fließen. Ne? So, da höre ich jetzt mal damit auf, sonst wird es wieder zu lang. Ne? Niemand ahnt es, wie der Würfel fällt. Doch nichts geschieht durch Zufall auf der Welt. Ne? Ja, weg von den Sorgen und Ängsten, von dem Zweifeln. Das, was an dir nagt, weg von den Verlusten, ne? Ja, da läuft die Zeit ab. Die Mäuse habe ich hier, ne? Für diese ganzen Sorgen, Nöte, alles Schlimme, was dir nicht gefällt, da läuft die Zeit ab. Du richtest dich neu aus und es geht in die positive Veränderung, ne? Ja, es kann auch sein, dass du vielleicht ein Kind kriegst, ne? Je nachdem, wie alt du bist, ne? So, das wär's dann bald von mir. Ich freue mich wie immer über ein Like, ein Kommentar, wenn du meinen Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst, damit du die Videos angezeigt bekommst, ne? Jo. Ich freue mich auch schon wieder über eure Kommentare, ne? Die beantworte ich ja immer, ne? Ja, die lese ich auch sehr gerne. Ihr seid immer so lieb zu mir, ne? Jo. Es geht darum, dass du ins Erblühen gehst, ne? Zieh dich von diesen sturen, toxischen Leuten zurück. Geh schön in deinem Tempo. Du musst ja nicht mit 7 Meilenstiefeln durch dein Leben hasten. Ne? Ja? Geh schön in deinem Tempo und schütze dich vor negativen Leuten. Ne? Dieser Elefant schläft. Also du hast viele Lasten getragen. Der Elefant, der streckt so die Viere von sich. Das bedeutet, es kann sein, dass du sehr erschöpft bist. Eventuell hast du einen Burnout, ne? Ruh dich mal aus, ne? Da tust du die Lasten mal an den Absender zurückschicken, ne? Ja. Jo, das wär's dabei von mir. Dann danke ich euch mal wieder fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Neumondtag.